Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 meines Feedbeast Shrouded PvP Let's Plays oder wie auch immer. Wie gesagt, ich kann das Intro nie. Egal. Und zwar hat sich seit der letzten Zeit irgendwie eine Menge getan. Ich habe keine Ahnung, ich glaube Jay war es wahrscheinlich, der so viel gespielt hat. Denn auf einmal haben wir Enderperlen. Ich habe gerade schon 4 Stück rausgenommen für mein nettes Endurium. 4 Stück liegen noch drin und 4 Stück habe ich für ein zweites Safari jetzt ausgegeben, das ich mir glaube ich wahrscheinlich nochmal ins Inventar mit einnehme. Na, vielleicht auch nicht. Wir brauchen ja noch einen bestimmten Mob. Und ich könnte das jetzt direkt machen. Ghast! Komm her! Oh, du Mistviech, komm her! Hab ihn! Hab ihn! Hab ihn! Komm her! Nein! Lass mal bitte. Okay, komm, bau ab. Wo ist das? Da fahren jetzt, wo ist das Safari-Netz? Erstmal schnell ins Haus. Wo du mich wieder tötet. Safari-Netz? Jetzt komm her, du. Komm her. Hab ihn. Sehr schön. Wir haben einen Gast in einem Safari-Netz. Das können wir vielleicht gebrauchen. Zwar habe ich deswegen einen Toten, aber wer könnte denn ahnen, dass es so ein beschissener Gast ist, der da rausspawnt. Hohe Phase mit F. Lego Tobi, lern Grammatik, bitte. Naja, egal. Gut, und 4 weitere brauche ich halt für meinen anderen Kram. So langsam geht es nämlich auch bei uns los. Anscheinend ist TNT uns ein bisschen voraus, aber das ist ja auch egal. Und zwar scheint Jay das gebaut zu haben. Ich habe noch ein bisschen was dazu gefügt. Ich habe nämlich noch einen Hopper dazu gefügt und ich habe noch ganz gemütlich... was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den Hopper hinzugefügt und ich habe nochmal alles mit Stein ausgetauscht, weil es ziemlich hässlich aussah. Deshalb habe ich alles mit Stein ausgetauscht. Aber das ist jetzt ein Slaughterhouse. Das Ding macht jetzt Pink Slime und Meat. Keine Items, aber dafür Pink Slime und Meat und das brauchen wir. Oh, er hat Fluid Acts jetzt genommen. Die Temperate Fluid Acts, weil wir jetzt genug Kupfer haben. Ich habe nämlich nur Hardened Fluid Acts bisher benutzt. Das funktioniert doch noch, oder? Das arbeitet noch, oder? Ja, das arbeitet noch. Gut. Und die Farm läuft auch noch einwandfrei. Wir bekommen langsam aber sicher Weizen. Anscheinend hat JJ auch noch genug Enderperlen für den World Anchor gekriegt. Das Ding stellt ihr so her, mit ein bisschen Gold, Obsidian, Diamanten und einer Enderperle. Und dort werft ihr Enderperlen rein. Und mit einer Enderperle läuft das Ding einen Tag lang. Und deswegen läuft jetzt auch hoffentlich auch eine ganz gute Weile lang. Weiterhin sollte auch unser altes System hier weiterlaufen. Nämlich das hier, das XP-System, sollte langsam aber sicher hoffentlich auch weiterlaufen dadurch. Über die Zeit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die XP-Beeren hier aufbrauchen. Dam-di-dam-dam-dam. Mal sehen, wann das voll genug ist. Wow, seit wann kann er Deutsch? Kann er doch Deutsch schreiben? Das hat immer noch nicht gereicht, um den Anvil und den Enchantment Table zu füllen. Aber wenigstens kann ich jetzt... Wenigstens kann ich jetzt so machen. Das ist doch wohl nicht wahr! Das ist doch echt... Bane of Arthropods und Unbreaking. Ich brauche kein Unbreaking, ich brauche nur Looting. Mann, ich will doch nur Looting. Gut, egal. Jedenfalls, diese Tierfarm ist sehr schön, aber leider ist sie ein bisschen laut, deswegen muss ich nochmal gucken, dass ich... Ich muss nochmal gucken, dass ich möglicherweise vielleicht... nochmal einen Sound-Muffler baue. Okay, genug Wolle haben wir, das ist ein gutes Zeichen. Sehr schön. So muss das sein. Und dann bauen wir hier unten einen Sound-Muffler hin, damit das nicht so laut ist. Viel besser. Gut, dann... will ich jetzt außerdem mal
mein hier schon hingesetztes Shiny und so weiter benutzen. Das heißt, ich packe mal hier den Netherrack raus. Baue mal den Hopper ab und nehme das Netherrack hier raus. Das soll er nämlich nicht mehr erstmal machen. Dann packe ich den hier erstmal wieder hin. Packe vier Enderperlen dort rein und dann packe ich hier ein Bucket rein. Dann brauche ich nochmal vier Enderperlen, wenn wir die schon haben. Dann kann ich nämlich gleich zweimal ein Set machen. Enderperlen, vier Stück. Achso, das war das andere Geräusch. So. Magma Crucible. Und noch einen zweiten Resonant Ender Bucket. Haben wir hier, habe ich Holz da? Ne, ich habe keine. Doch, da ist eine Crafting Table. Sehr schön. Zwei Zinn, Silber und Shiny gibt uns den Durium Blend. Und das Durium Blend können wir natürlich dann wiederum schmelzen. Bekam daraus ein richtiges Durium. Der kann erstmal wieder weg. Der kommt dort wieder hin. Der kommt dort wieder drauf. Und das da wieder rein. Und dann brauchen wir noch unseren Redstone Furnace. Da schmeißen wir das rein, das Enderium Blend. Ach nee, puh, das funktioniert ja nicht. Wir brauchen erst noch das andere nette Material. Ach, verdammt. So unnötig kompliziert, Enderium herzustellen. Aber naja, man kann es wohl nicht ändern. Achso, ich wollte nochmal den ganzen Schwachsinn hier wieder reinpacken. So, und zwar brauchen wir auch noch Pyrothium. Und das Zeug ist gar nicht so leicht herzustellen. Und ich kann es zum Glück. Okay, kein Problem. Und zwar kriegt ihr, ihr braucht zwei Sets. Mit einem Set bekommt ihr nämlich zwei. Ein Pyrothium gibt euch zwei Enderium. Das ist die Ratio. Und somit können wir das zusammenschmeißen und jetzt bekommen wir endlich Enderium. Und dann nehme ich den hier mal mit. Und gleich auch den Induction Smelter. Dam, di, dam, dam, dam. Na komm, werd fertig. Und nehmen wir mal mit. Dann habe ich nämlich schon eine Idee, was ich mache. Und zwar nehme ich dieses Enderium. Und kombiniere es mit Eisen. Und dann machen wir uns Enderium Cheers. Dann kombinieren wir das mit 4 Silber. Und machen uns Resonant Maschinchen. Dann brauchen wir als letztes noch unser Augment. Augment. Für den Gyro Servo Feedback. Das machen wir so. Hardened Glass haben wir auch nicht mehr. Also muss ich erst noch Hardened Glass herstellen und Cryothium muss ich auch noch herstellen. Haben wir dafür gar nichts. Okay. Niter, Saltpeter. Wir haben kein Saltpeter. Dann muss ich wohl Niter herstellen. Das geht aber auch. Ich brauche nur zwei Sets davon. So. Dann brauche ich nämlich Niter. Also Resonant Maschinen haben wir jetzt schon mal. Das heißt, wir können die wieder hinstellen, ganz gemütlich. Die können so bleiben. Und die werden jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr verändert. Aber wir schmeißen mal in den Pulverizer Sandstone rein. Dann sollten wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit auf Niter haben. Sehr schön. Und ich habe riesen Glück gehabt, dass ich alles Niter bekommen habe. Ich wollte eigentlich kein Glas. Aber gut, dann stell halt Glas her. Jetzt haben wir auch erstmal das Sulfur, wir haben ein bisschen Niter, Snowballs brauchen wir noch. Gibt es in der Nähe irgendwo ein Eisbiom? Cinnabar nehmen wir mal wieder raus, das gehört nämlich hier rein. Und was wir noch brauchen ist jetzt Obsidian, das haben wir aber noch. 4 Obsidian Pulverized, dann brauchen wir noch ein bisschen Lead. Nehmen wir mal, wir brauchen ja 4. Brauche ich noch ein Lead, das ich pulverisiere. Ein Obsidian, das ich noch pulverisiere. Dann haben wir das.
Dann brauche ich noch Schneebälle und ein bisschen Redstone. Cryotherm. Und zwar brauchen wir ja Bliss Powder, das kriegt man mit dem Schneeball. Und Redstone, das sind zwei Redstone pro, also brauche ich das zweimal. Dann müssen wir jetzt also mal kurz Schnee holen gehen. Gibt's denn hier irgendwo Schnee? Vitoi-Modus. Und dann fliegen wir mal los. Und dann gucke ich mal, ob ich Schnee finden kann. Was ich gerade komisch finde, ist, dass meine Minimap sich anscheinend resettet hat. Ja, hat sich resettet. Verdammt. Aber ich weiß noch, dass in die Richtung Schnee liegt. Da liegen sollte. Fliegen wir einfach lang genug in die Richtung hier. Ganz gemütlich über den Wolken, damit es uns keiner sieht. Und dort ist auch schon das, was ich wollte, nämlich Schnee. Vitoi-Modus an, Geschwindigkeit runter und landen. Und das finde ich halt so geil an Vitoi. Man kann einfach landen. Zack. Ich stehe. Das war eben Jetgeschwindigkeit und jetzt stehe ich. Ich liebe es. Jetzt nehme ich ein bisschen Schnee mit. So, jetzt haben wir massenweise Schnee. Vollkommen genug für das, was wir wollen. Wir könnten sogar ein Glacial Precipitator bauen, dann bräuchten wir nicht mehr hierher fliegen, aber hey. Schlimm ist das jetzt auch nicht. Meine Waypoints sind resettet. Y 100. Wie toll aus und direkt los. Voller Speed. Und dann brauchen wir dringendst vernünftige Schwerter und generell Waffen. Und ansonsten sind wir wahrscheinlich hilflos TNTM und seinem Gefolge ausgeliefert. Miau. Sinkflug. Vitoi-Modus an. Voll zurück. Das waren aber nicht unbedingt 15 Minuten. Das waren, wobei es waren ziemlich genau 15 Minuten. Aber ziemlich genau. So. Und aus. Ich mag Vitoi. Echt. Ich mag es. Vertical Takeoff or Landing. Dann brauche ich zwei Schneebälle. Und dann sollte ich alles haben. Ich meine, deswegen bauen wir das hier ja.
Secret Rooms ist ja verbuggt in dieser Version anscheinend. Sehr verbuggt. Und deswegen bauen wir das halt so. Mit den Carpenters-Blöcken. Aber die sieht man ja, und deswegen muss man sie verstecken. So. Dann können wir das alles zusammenpacken. Und dann brauchen wir noch wieder den Magma Crucible. Das heißt, ich muss wieder das Zeug alles rausräumen. Das weg. Das... Oh, verdammt, jetzt habe ich den abgebaut. Wollte ich gar nicht abbauen. Egal, wir haben schon alles, was wir brauchen. Ich wollte stattdessen den Fluid Transposer wieder hinsetzen. 2 Schneebälle rein. 4 Redstone hier rein. Und dann kriegen wir daraus nämlich Blizz Powder. Ist ein Crafting Feld. So. Und neue Lava. Und dann wieder zumachen, immer die Tür wieder zumachen, sonst sieht das noch jemand, was da ist. Das hier rein in den Teil hier, und jetzt brauchen wir unser Augments, 2 Sets Cryotherium, und wir können 2 Gyro Servo Feedback Augments machen, und das reicht aus, um mit unserem Cinnabar und unser Cinnabar und unser Kobalt und unser Ferrous schön zu verarbeiten. Wir haben kein Ferrous Ore mehr oder was? Ach doch, hier, 12 Stück. Sehr schön. Und Redstone Ore würde jetzt auch noch besser verarbeitet werden, aber wir haben anscheinend kein Redstone Ore mehr, nö. Aber mobil. So, dann können wir das jetzt nämlich zusammenwerfen mit Ferrous Ore. Und wir bekommen in doppelter Geschwindigkeit, oh verdammt, letztes Augment noch rein, 83%, also wir haben jetzt eine 183%ige Wahrscheinlichkeit auf Shiny. Und hier haben wir eine auch viel höhere. Und das jetzt seht ihr, wir bekommen manchmal einfach mal 2 Shinies daraus. Fast immer, weil es eine 83%ige Wahrscheinlichkeit ist. Also ganz leicht übertrieben. Ganz leicht. Wir haben jetzt Shiny in Massen. Jedes Ferrous sind eigentlich fast 2 Shiny. Und dann packen wir die noch auch noch da rein. Da geht es mir aber eher ums Verdreifachen des Kobalts. Oh, ich finde das so geil. Wir haben massenweise Kobalt. Wir haben auch noch Rich Slag. Damit können wir normale Sachen verdoppeln. Mit Rich Slag. Verdreifachen. Also Cinnabar verdreifacht ja und gibt eine 100% Chance auf Secondary. Rich Slag verdreifacht auch. Gibt aber nicht die 100% auf Secondary. Und zwar kriegt ihr da dann eher Slack raus. Aber es verdreifacht halt die Ingots. Das ist der Vorteil. Also wenn man die Secondary nicht braucht, dann können sie das mit Rich Slack verdreifachen. Geh weg. Ich höre dich. Weil ich jetzt nicht weiß, ob es ein Spieler oder jemand anderes ist, aber... Mal sehen. Ich jetzt hochgehe. Also hören tue ich was, ne, weiß ich jetzt nicht, wovon das kommt. Na, Gravity oder Lightning oder sonst was, Creeper. Ich glaube, ich sollte
Erstmal diesen Creeper töten. Du Mistviech. Jetzt habe ich meine Sachen falsch eingestellt. Oder auch nicht, weil man auch mit Rechtsklick schlagen kann. Verdammt. Ja, man kann mit Rechtsklick schlagen, sagt er und zerstörte sein Flugzeug. Ich bin schlau. Richtig rumsetzen. Fuel. Dieses ständige Geräusch von Füßen, die auf dem Zeug laufen, macht mich total nervös. Ich nehme jetzt erstmal Fuel und fliege erstmal los. Hauptsache erstmal weg und Night Vision. Oben kann mich nicht so leicht jemand bekommen. Sieht leider kein Hover-Modus. Aber das reicht ja, wenn ich einfach gucke. Mit Night Vision. Ob da irgendwas ist. Okay. Mal einfacher wäre es natürlich, wenn ich wüsste, dass die funktioniert, würde ich ja die benutzen. Ja, da funktioniert sie nicht. Man sieht die Viecher auch nicht besser. Mit der Thermal Vision. Es sieht nur einfach komisch aus, aber man sieht nichts. Und selbst die bringen nichts für Thermal Vision. Also ist die Thermal Vision eigentlich ziemlich sinnlos. Was ich ja machen könnte, wäre einfach mal P drücken. Oh, viel besser. P ist ja nämlich meine Goggles Night Vision. Kann ich vielleicht im Virtual-Modus schießen? Und wenn ja, wie stark? Also wohin? Ach du Scheiße, das geht nur vorne gerade raus, ne? Ach, da ist der Schuss. Da schießt er, okay. Ja, aber es ist scheiße. Leicht scheiße. Schalten wir mal VTOL aus. Und gucken mal, ob wir den Zombie da kriegen können. Hey, hab ich abgeschossen. Jetzt stecke ich in meinem eigenen Haus fest und komme wieder raus, indem ich einfach in die andere Richtung fliege. Because Physics. Miau. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Dinger haben unendlich Modi. Okay, jetzt wieder F, Vital-Modus. Und runter. Landen wir den Vogel. Platsch. Na komm, wenigstens hier runter. Generell ein bisschen komisch, der Flugmodus ist wie toll, aber naja, man gewöhnt sich dran. Und jetzt, da ich Night Vision habe, was ich vergessen habe anzumachen, ist es doch sowieso viel einfacher. Dann sehe ich doch viel besser, wo ich hin muss. Yay. Okay, was ich als nächstes mal machen sollte, ist, sobald wir genug Zeug haben dort unten, und ich sollte vielleicht mal überlegen, dass wir vielleicht mehr Tiere dort unten anlegen und unser Feld vergrößern. Das wären zwei Dinge, die ich auf jeden Fall machen sollte. Hm. Und dann könnte ich nämlich mehr Tiere produzieren, weil ja dort hier vorne zwei Tiere sind. Übrigens, das Ganze funktioniert ja so, die Tiere, also die Erwachsenen sind
größer als einen Block, deswegen passen sie nicht drunter durch und die kleinen hier sind einen Block groß und deswegen passen sie drunter durch und werden vom Wasser rausgeschwemmt. Das ist die simpelste, einfachste Taktik, Vanilla-Taktik, um Tiere und Erwachsene zu trennen. Gut, dann sollten wir vielleicht wirklich mal das Feld vergrößern, vor allem was Weizen angeht. Denn mit mehr Weizen kriegen wir mehr Tiere, mit mehr Tieren kriegen wir schneller unseren Pink-Slime voll und können schneller auf effizientere Dinge oder wichtigere Dinge anspringen, einspringen, achten, es konzentrieren. Wir brauchen nämlich ja nur einen Bucket Pink-Slime, dann können wir Pink-Slime spawnen. Dann ist das damit alles kein Problem mehr. Aber dafür brauchen wir halt einen Grinder, um ein bisschen Mob-Essenz zu bekommen. Dann brauchen wir einen Spawner. Und ich glaube, den baue ich jetzt auch nochmal. Wenn wir alles dafür haben. Magma-Creme ist kein Problem. Und ich weiß, dass ich das gereimt habe und das unnötig war, dass ich das reimt. Dann... das da. Das da, zwei Emeralds. Und das da, wir haben einen Autospawner. Sehr schön. Und da bisher die gesamte Zeit, die ich auf dem Server war, ich sogar aufgenommen habe, oder fast die gesamte Zeit, kann ich mir mal meinen Timer stellen auf 30 Minuten knapp und dann passt das. Also, wir haben jetzt schon mal einen Autospawner, da brauchen wir jetzt halt noch die Sachen. Gebaut habe ich ihn jetzt aber schon. Nehmen wir mal 35 Minuten, Start, Stopp. 3 Stunden dürfte ich ja heute spielen auf dem Server. Gut, also wir brauchen Mob Essence. Wir können auch XP in Mob Essence umwandeln, wenn wir große Not danach haben. Und ich glaube, das definiere ich jetzt mal, dass wir haben. Also nehmen wir uns einen Tingier, machen einen von den Machine Frames, nehmen uns noch ein Pneumatic Servo und brauchen jetzt nur noch ein paar Bricks. Haben wir Clay. 4 Stück. Wir brauchen Staff of Traveling. Das wäre die schönste Methode. Und dann müssen wir das Shiny mal zu einem guten Nutzen nutzen. Was total bescheuert klingt, aber sehr sinnvoll ist. Denn wir brauchen wirklich etwas. So, wir haben Sewer. Die Dinger können nämlich XP in Mob Essence umwandeln. Und genau das kann man sich vielleicht zunutze machen. Dann hätte ich gerne ein bisschen Shiny. Und zwar 16 Stück. Wir brauchen noch mehr, aber erstmal kann ich nur 16. Und zwar will ich ein ganz bestimmtes Werkzeug bauen. Da brauche ich dann auch noch ein bisschen Sugarcane, das nehme ich nochmal mit. 16 Shiny Ingots. Können hier mal verarbeitet werden. Und ich denke mal, wenn wir tatsächlich Enderperlen nutzen können hierfür, sollte das eigentlich kein Problem sein, genug zusammenzubekommen. Was ich mir nur gerade frage, ist, warum haben wir so unglaublich wenig XP? Ist der Anvil wirklich noch immer nicht voll? Ich habe schon wieder ein Unbreaking 3 Buch. Es ist so zum Kotzen, wie viel Unbreaking 3 man bekommt. Und sobald das Ding mal enchanted ist, können wir dann vielleicht auch mal darüber reden. Wir haben auch immer lange nicht genug XP. Aber wenn wir keine XP mehr bräuchten und Mob Essence nutzen wollten, könnten wir das möglicherweise tun. So, jetzt komme ich da auch dran. Ist das Ding schon wieder weg? Ich glaube, ich muss den auch noch mal einbauen. So. Und dann Fuel Duct dran setzen. Aber gut, das mache ich dann noch mal ganz kurz und dann muss ich die Folge schon wieder beenden. Ich weiß, jetzt habe ich einmal eine Folge komplett wieder dauerhaft aufgenommen, aber ja, manchmal mache ich das.
Paper. Wofür wollte ich das Paper jetzt nochmal? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Genau, 12 davon. Dann brauche ich 2 Tafelos. Das mache ich auch noch on camera. Das Ding bauen. Und dann will ich noch... was wollte ich jetzt? Verdammt. Ich wollte doch was holen gerade. Genau, ein Fluidukt. Ein Duct. Haben wir nicht mehr. Nehmen wir Temperate Fluidukts. Die reichen nämlich dafür vollkommen aus. Nehmen wir eins und packen es dahin. Und das leert dann nämlich den Sludge aus, was wiederum die Geschwindigkeit von dem Ding hier um einiges steigert. Und dann brauchen wir dringend mehr Essence Berries, damit wir mehr Essence Beeren bekommen. Und dann können wir mehr XP besorgen. Aber jetzt, wo wir einen Chunkloader haben, soll das generell alles weniger problematisch sein. Ich will zumindest nochmal mein Level 30 Enchantment. Sechzehn Buckets sind also etwas weniger als 30 Level, okay. So. Oh nee, das ist doch... Alter, was ist denn das hier für ein... Pups. Was ist denn das hier? Das ist doch zum Mäusemelken. Ich will doch nur forschen. Was kriege ich? Alles. Nur kein Forschen. Ha. Leicht nervig. Ganz leicht nervig, Mann. Wenn man alles bekommt, nur kein Forschen. Das ist das, was ich ja eigentlich will. Meine Güte, ey. Gut, aber egal. Dann nehmen wir jetzt erstmal unsere Smeltery. Eine Etage höher. Und wir brauchen... Ach, verdammt. Habe ich die schon? Ja, habe ich schon. Davon ein und davon ein. Wenn der Schein wieder geschmolzen ist, dann können wir das auch machen. Und der Spawner muss dann halt irgendwann mal dahin. Packe ich mal die temporäre Kiste. Vier Enderperlen. Ich bräuchte mehr Enderperlen. Ich bräuchte mehr Enderperlen. Ich bräuchte Looting. Und für Looting bräuchte ich ein Schwert, das mich mit Looting verzaubern lässt. Und das tut dieses anscheinend nicht. Das will mich verarren, dieses Schwert. Das Schwert will mich, glaube ich, einfach verarren. Das ist, was es tun will. Es will mir gar kein Looting geben. Es kann mir vielleicht auch gar kein Looting geben. Ich enchante jetzt einfach mal. Warte mal, wie viel enchant das Enchantability? 12. Wie viel hat Diamant? 10. Das hat mehr als Diamant. Schmeißen wir es mal rein und gucken, was rauskommt. Ich brauche nur Looting. Nur einfaches, billiges Looting. Das ist alles, was ich haben will und wonach ich frage. Nur... Einfach Looting. Alles, was ich haben will, ist Looting. Oh, nee, ey. Ich brauche mehr XP. Ich muss nochmal gleich eine Enderperle suchen gehen, wenn ich doch nochmal Looting bekomme. Oh, der will mich echt ver... Der will mich verarmen. Der will mich einfach verarmen. 30 Level wieder für nichts. Oh Gott, ey.
Wir brauchen mehr, wesentlich mehr XP. Eindeutig. Naja, gut. Hoffentlich versuche jetzt irgendwie eine Enderperle zu bekommen. Wenn ich doch noch es schaffe, eine Enderperle zu bekommen, könnten wir es vielleicht auch schaffen, was zu machen. Aber egal, jetzt will ich erst nochmal als letzte Sache für heute diesen nette Waffchen herstellen. Denn diese Waffe brauchen wir dann doch. So, alles schön dort rein. Und dann haben wir alles, was wir brauchen für dieses Ding. Dann haben wir endlich eine vernünftige Waffe. Eine Waffe, die würdig ist für uns. Zack. Und schaut euch das an. Ein Cleaver mit 1771 Durability, 5 Modifiern und einer Base Damage von 7 Hearts. Erst geht's über Köpfe. Boom. Und jetzt brauche ich Mossy-Kobbel. Aber es gibt einen netten Trick, wie wir leicht an Mossy-Kobbel kommen. Ich brauche einen Schlüssel. Haben wir einen Schlüssel? Wir haben keinen Schlüssel. Dann machen wir uns einen Schlüssel. Wir brauchen nämlich einen Schlüssel. Einen einfachen, billigen Schlüssel. Nehmen wir den einen Stick mit. Und dann zeige ich das auch noch. Auch wenn es jetzt schon viel zu lange wieder ist. Ich will aber das noch machen. /hqm-lives oder ins Rest gucken. So, und dann machen wir das jetzt zusammen, haben wir direkt einen guten Obsidian-Schüssel. Dann nehmen wir uns Stein, nehmen uns 8 Stein, 9 Stein. Und machen sie zu Mossy Cobblestone Bricks. Diese Mossy Cobblestone Bricks wandeln wir wiederum um in einen Ball of Moss und packen den auf unseren Cleaver. Und schon haben wir zumindest Moos auf unserem Cleaver. Der hält also schon mal ewig. Dann schmeiße ich ihn noch hier oben rein. Und zwar in den Zweitslot. Und damit kann ich dann jetzt, ohne dass ich Mining Fatigue bekomme, schlagen. Na, Skelly? Willst du meinen Cleaver spüren? Du kleines Piesviech. Momentan sieht das noch nach wenig Damage aus, aber das Viech hat so eine komplette Goldrüstung an, muss man ja bedenken. Und ich kann weiterhin halt noch auf der Seite ein Schwert haben, das ziemlich viele Enchantments hat. Nur eben glaube ich nicht das andere. Aber normalerweise bekommt ihr, wenn ihr den in der Haupthand haltet, Mining Fatigue. 3. Könnt also nur sehr langsam schlagen. Aber es gibt einen netten Trick. Einfach so rum. Und beim Blocken schlägt das Viech auch. Und damit habt ihr das Problem gelöst. Keine Mining Fatigue, Vollgas schlagen. Yeah. Das nenne ich mal Hashtag Cheaty. Hashtag Overpowered. Hashtag sonst was. Keine Ahnung, ich bin nicht mal auf Twitter, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie das mit den Hashtags funktioniert. Hm. Gut. Dann als nächstes sollte ich mir vielleicht mal dringend eine Flachsrössi machen. Das wäre nämlich nochmal was, das eine vernünftige Rüstung hätte. Oder, das mache ich vielleicht, wir haben doch genug Emeralds. Ich habe eine Idee für die nächste Aufnahme, Leute. Schaltet wieder ein. Ich habe eine Idee. Es hat was mit einer sehr schnellen Rüstung zu tun. Also, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, auch gerne abonnieren. Yippie. Und wenn ihr denn nicht verpassen wollt, wie ich in der nächsten Woche etwas extrem Cooles baue, könnt ihr gerne abonnieren. Dann seht ihr es wenigstens. Und, ja, wenn nicht, dann ist mir das auch egal. Dann freue ich mich, dass ihr überhaupt geguckt habt. Bis hierher. Und ja, ansonsten würde ich sagen, verabschiede mich dann mal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's PvP Shrine. Und da ist Minecraft Imperium einfacher. Da habe ich wenigstens einen Namen, den ich nennen kann. Also, tschüss.